das Rohmodell, was wir ungefähr gemacht haben. Also es fehlen zwar noch ein paar Teile bis zu dem Punkt, wo wir vorher, also jetzt sind aktuell, also speziell das untere Gestell fehlt halt noch komplett und teilweise hier vorne die genaueren Unterteilung des Motors und eben auch der Sitz. Aber das waren erstmal so die Grundformen, die wir gemacht haben. Und alles halt meistens aus relativ einfachen Formen und dann zusammengesetzt. Genau. Dann hatten wir das weitergemacht, bis wir zum Endpunkt waren. Hatten dann das Modell auch mit verschiedenen Texturen gefärbt und halt eben auch verschiedene Materialien, dass das manche Sachen eben mehr spiegeln als andere. Und hier sieht man zum Beispiel einmal die ganzen Materialien, die ich jetzt verwendet habe zum Beispiel. Und hier einmal kurz so eine Preview von dem Flieger, den ich gemacht hatte bisher zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte einfach mal so eine Sphäre ringsherum gebaut, wo ich einfach mal so eine Himmelstextur platziert habe. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sogar nach unten macht, sieht man sogar noch ein bisschen die Wolken. Leider hatte ich da den Schatten noch nicht angepasst, deswegen wirft mein Flieger einen riesigen Schatten auf den Himmel. Das heißt, du hast hier auch schon Licht gesetzt? Genau, ich hatte in dem Moment schon Licht gesetzt gehabt, also hatte ich einfach so probiert gehabt, was so passen könnte. Genau. Und dann sind wir jetzt beim aktuellen, wo wir den Flieger beim Zoom platziert haben und eben auch, ich kann mal ganz kurz rendern, ein schönes Bild haben. Jetzt dauert es ein bisschen länger, weil das halt mehr zu, einfach zu rendern da ist. Ich habe dann letztendlich noch ein paar extra Elemente hinzugefügt. Also hier war so eine Gebäudefront mit einer Rinne und allgemein so eine Art Mauer an der Seite, dass man ein bisschen mehr zum Gucken hat. Und sonst hatten wir dann noch so einen Boden hinzugefügt. Den habe ich halt so aufgeteilt, dass ich von so einem Tier einmal so einen Asphaltboden habe. Dann so eine Unterteilung, dass ich so einen besseren Übergang habe zu dem Rasenstück. Und das ist dann halt immer von der Helligkeit ungefähr auf einer Höhe mit dem Horizont, den ich eingefügt habe und dem Himmels. Oh, jetzt habe ich einmal gescrollt. Jetzt verändert er wieder alles. Genau, und dass man den Horizont dann hat. Genau, und jetzt haben wir dann noch so kleine Animationen hinzugefügt. Da kann ich kurz den. Und da sieht man halt so die Bewegungen. Also wir hatten halt so eine Propellerbewegung und halt eben eine leichte Motorenbewegung. Einfach noch hinzugefügt, damit es ein bisschen realistischer ist. Problem ist, das geht halt leider nicht. Sieht man leider hier nur in dem One Preview, sonst dauert es halt jedes Mal sehr lange für jedes einzelne Bild. Deswegen rendern wir auch gerade schon. Und ja, das war's.